Der Verlierer dieses Blind Drafts bekommt Differenz Wachsstreifen passend für Las Vegas. Ja, Freunde, wenn ihr die Blind Drafts feiert, dann lasst hier ein kostenloses Abo da und ein Däumchen nach oben, würde uns sehr, sehr freuen. Schreibt gerne wieder drunter, was für Bestrafungen wir noch machen sollen, aber alles bitte im Rahmen des Möglichen. Ja, Freunde, klassisch, kein Extrapunkt Blind Draft, die Differenz am Ende bekommt man dann da drauf. Ich habe eigentlich gar keinen Bock in Las Vegas mit diesen verlöcherten Beinen. Ich glaube, bei mir ist es auch, wie lange ist es her und du siehst es immer noch, das dauert. Ewig, ne? Und es tut weh. Aber das Geile ist, Jungs, ihr könnt auch gerne TC2 abchecken, Broski abchecken, da kommen auch abwechselnd immer Vlogs für Las Vegas, Jungs. Ne? Ja, die Mauer hat ein bisschen gehangen, ja. Ein bisschen Angst vor der Bestrafung. Ich würde sagen, schnick, schnack, schnuck, dann geht's auch direkt rein. Die Regeln des Blind Drafts sollten hier jedem bekannt sein. Ja, schnick, schnack, schnuck, schnick, schnack, schnuck, schnick, schnack, schnuck. Blind. Du gehst zuerst blind. Okay, gut. Icons müssen angesagt werden. Klassiker. Icons angesagt werden. Genau, ansonsten gar nichts, ne? Ich gehe mit FC-Points hier rein und deine Aufstellungen zum Botter sind da. Lass mich mal so ein bisschen durch die Aufstellungen hier schalten. Okay. Ich sag dir, eine Aufstellung ist aktuell, hat sich für uns rauskristallisiert, ist eine der besten Aufstellungen, auch wenn es darum geht mit Icons. Ne? Würdest du aber nicht sagen, dass es eigentlich egal ist? Also die du eine hattest ja jetzt gerade eine ganz andere als ich und beide hatten vier Icons. Ja, aber die eine Aufstellung war halt, was Rating angeht, geisteskrank. Da wurden Rekorde gemacht. Okay. Ich nehme die 3. Du nimmst die 3. Und das ist, also das wird schwierig. Also das, okay. Das wird sehr schwer beim Rumklicken, ne, sage ich dir. Und wir fangen auch direkt mit deinem Kapitän an. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob überhaupt alles passt. Wie ist denn das, wenn sich ein Captain auf die Bank setzen würde? Zählt der dann oder nicht? Ja, er darf eigentlich nur keine Position blockieren, weil er nicht hinpasst. Aber das geht ja nicht mehr. Doch, geht auch. Du hast es möglich gemacht. Ja gut, das geht halt nicht. Nur genau. Auf die Bank ist er halt Pech. Ne? Okay, gut. Dann darfst du auswählen zwischen der 1 und der 4. Aha. Und ich sag nur, als Captain hättest du einen Mares gehabt und er passt nicht hin. Ohne Flügel, okay. Er blockiert. Also nur die 1 oder 4? Ja. Die 1. Ach du Scheiße. Okay, also ich glaube, so hat auch noch kein Blind Draft begonnen, Freunde. Egal. Wir gehen auf die Position nach vorne hin. Ich kann dir sagen, du hast eine Icon am Start, aber auch ein. Warum ist Cristiano Ronaldo? Aber auch eine Icon am Start. 3. Ach, Zimbo. Oh Gott. Ich weiß, du bist blind, ne? Du bist blind, aber das ist sehr unlucky am Anfang, sage ich euch ganz ehrlich. Okay, nächste Position. Nichts Besonderes. Ich kann dir einen Löwen anbieten, einen Zorgan kann ich dir anbieten, einen Haberer. Okay, gut. Der Zorro ist auch am Start. Gehen wir mal auf die Position hier. Ja, mal gucken, was man da bekommen. Ja, es ist viel Premier League, sage ich dir ganz ehrlich. Ne? Okay. Hoffst du überhaupt, du packst den Draft noch. Mit Perrin hätten wir noch am Start. Viel Premier League, schon mal die 5. Nimmst mal die 5, alles klar. Ach du heiliger Freunde, was passiert hier? Was passiert hier? Wirklich, das ist ja, also. Huiuiuiuiuiuiuiui. Und die Auswahl ist, würde ich fast sagen, nicht mal schlecht, weil, ja, auch hier bitte. Aber, ja, was heißt nicht schlecht? Aber okay, man sieht halt nichts. Nation schwierig, aber. Okay, die 2. Alles klar. Neue Liga, neues Glück. Mehr kann ich dazu ehrlicherweise gar nicht sagen. Dann hätten wir hier noch eine Frau Fleming am Start. Die Manum. Kenn ich die Manum? Könnte ich dir anbieten, aber auch ein Fabian Ruiz kann ich dir anbieten. Die 1. Hört sich alles nicht so geil an, ne? Okay, das habe ich bei einem Team Maul. Ich sage euch ganz ehrlich, der Mann hat eigentlich das meiste Glück, wenn es darum geht und wählt eigentlich immer am besten, also ich noch nie erlebt. Ich? Ja, safe, Digga. Nein. Also, Bro, du hast mit Abstand das meiste Glück. Es ist in der Auswahl. Schreibt's mal in die Kommentare. Eine gute Karte, du triffst sie eigentlich teilweise. So, wir sind ja weiter, es geht ja weiter im Quartett, ne? Ja. Wir hätten hier eine Moroni, eine Dame, ne? Aber auch einen Marcos Alonso kann ich dir anbieten. Das ist ja okay, 3. Nummer 3. Neue Liga, neues Glück. Komm, ich wag mich mal hier vorne dran. Ich gehe mal hier vor. Mal gucken, was sie uns hier zu bieten haben. Also mit der haben sie es ja aber auch wirklich, ne? Alexandra Popp ist zweite Mal in der Auswahl. Auch als Centurion wenigstens, oder? Ja, als Centurion. Die 4. Neue Liga, neues Glück, Timbo. Vor allem, das ist mein Spruch, Digga. Klau ihn nicht einfach. Doch, aber der passt gerade so gut. So, okay. Also, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Position eigentlich irgendwas gibt. Ja. Aber sie gibt gar nichts. Gar nichts. 5. Van de Donk. Ich hoffe auf die Bank. Van de Donk. So, die letzten beiden Positionen, dann wählen wir das hier noch aus. Ja, auch hier, ich sag dir ganz ehrlich, hier ist nichts dabei, was sich irgendwie nach oben katapultieren könnte. 2.
Neue Liga, neues Glück. Tatsächlich ist so, Zimbo. Das ist wirklich so. Ja, nach dir habe ich 11 Liege da drin, ne? Ist wirklich so. So, ja, die Frau Bock kann ich dir noch anbieten. Ein Bock. 4. Ein Bock. Und da hat er sie auch. Ein Bock. Ein Bock. Ein Bock. Ein Bock. Okay, dann gehen wir mal auf Team vervollständigen. Gucken wir uns den Laden hier mal an. Das ist alles zu schön, um wahr zu sein. Das ist alles zu schön, um wahr zu sein, wirklich. Ich gebe dir den Controller in die Hand, Zimbo. 3, 2, 1. Let's go! Und ich habe jetzt erst gedrückt, Zimbo, das ist alles zu schön, um wahr zu sein. Ich sag's dir, wie es ist. Ein Bock hinten eingepackt. Alle Frauen, zwei Chemie. Ist da. Es ist wirklich geil. Ich hab da gelogen. Weißt du, du wärst mir vor, da sind ja 11 Liegen drin. Du hast wirklich Scheiße gebaut, Timo. Du hast Kacke an den Fingern gehabt, ja? Du hast wirklich nur das schlechte Zeug ausgewählt. Es waren gute Karten da, aber du wolltest sie nicht, Zimbo. Du wolltest sie nicht, ja? Du bist auf die Frauenliga gegangen und ich sag dir ganz ehrlich, das hier vorne könnte eine ganz, ganz knallharte Nummer werden, ne? Ein Müller noch vorne drin, jetzt baut er sich ein bisschen nach oben, ne? Er arbeitet ein bisschen mit Marco Reus und er hat noch 20 Sekunden. Zimbo, du musst Gas geben jetzt, du musst so langsam, ne? 10 von 33 Chemie, 83er Bewertung, da hilft dir nichts mehr, Zimbo, da hilft dir nichts mehr. Ich würde aber noch, guck mal, du hast hier noch einen Klausi, warum stellst du den nicht rein? Französische Nationalmannschaft kannst du doch vollbauen, ne? Also da würde ich wirklich nochmal gucken und ich zähle dich an, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Schluss! Wow. Alter, ich hab richtig gut umgebaut noch. Ich hab richtig gut noch umgebaut. Hast noch ganz schön das Ruder rumgerissen. Ich hab's doch ganz schön rumgerissen, Digga. War das ein Müll, ne? Was kann Reus? Kann der ZM? Bitte nicht. Nee. Ah, okay, aber gut. Sie hätte ZM gekönnt. Welche? Die Dame. Die hättest du dann... Sie! Ah, die ZM rüber, ja, und Reus ZM. Reus vorne noch rein, ne? Alter, aber ich sag dir, ich hab gut gekurbelt noch. Ich hab zwei Chemie gesehen. War das ein Prank, Digga? Nein, war kein Prank. Ich weiß ja, war kein Prank. Du hast wirklich grauenhaft ausgewählt. Grauenhaft ausgewählt. Deswegen sage ich ja, war kein Prank. Nix, wenn so viel Blödsinn komplett Premier League bauen können, wenn du jetzt richtig getroffen. Ja. Ich brauche einen Manager, den ich noch changen können. Okay. Können noch gucken, was da noch irgendwo was bringen würde. La Liga Manager sehe ich da unten noch. Ja, und das war's dann aber auch, ne? La Liga, klar, noch so ein paar Nationen. Sag was an. 2. Ey, Kacke. Warum lief denn das so schlecht? Oh, also, er hat dir noch einer gebracht. Der Italiener, ja, bringt dir keiner mehr. Er bringt dir nichts mehr. Er bringt dir nichts mehr. Und er bringt dir auch nichts mehr, Zimbo. Es gibt viele, Digga. Das damit gehst viele. Du raus mit einer... Achte, mit was geht er raus? Mit einer 100. Puh. Und es gab Leinschaft schon, die waren bei 110, 11, 12. Es kann eklig werden, ne? Eine 100 ist hart. Digga, ich hatte zwei Chemien. Aber es gab auch schon Leinschaft, da bin ich mit einer 98 rausgeschossen, ne? Ja, aber so, bei so einer schlechten Auswahl, Digga, da muss der nächste Draft muss gut werden. Ey, du hast einen Rooney, du hattest Cristiano Ronaldo, also war eine gute Auswahl. Also, aber du hast halt schon mit deiner Captain, also das hat schon angefangen, dass dein Mahrez nicht gepasst hat und du halt dein Captain eine weibliche Innenverteidigerin war. Die Pride da unten. Ja, das war halt schon sehr hart. Und dann hast du halt vorne im Sturm, du hättest alles auswählen können und wählst halt dann auch ausgerechnet die Dame wieder, ne? Aus Ohrschlüssel. Ja, ja, da wählst du die aus und dann hattest du auch vorne bei deinem nächsten Stürmer-Ding, hättest du auch Harry Kane, Alexandra, also da waren schon noch ein paar gute Pop-Fails, ne? Da waren schon ein paar gute Karten auch, aber ich brauch die Maske. Sieht eigentlich alles danach aus, ne? Ja, also, ne, wir haben es gerade schon gesagt, Jungs, es sieht wirklich alles danach aus, dass ich hier rutschen gehe. Geisteskrank, Digga, das gab's so nie. Ich bin mit zwei Chemie raus. Das ist hart. Zwei, und es war Chemie kein Prank. Es war und hab noch irgendwie 17 gedeichselt. Okay, Formationen sind da. Von allem was dabei. MS, Flügel, RF. Mhm, ich nehme die 4. Okay, die ist auch mies. Die ist auch mies. Aber mal gucken, was die bringt. Okay, das könnte auch schon. Oh, okay, die setzt sich darüber. Okay. Okay, blockiert. Okay, der geht gar nicht. Okay, puh. Der geht, der, ja, der geht. Du kannst alles auswählen, außer die 4. Dann nehme ich die 2. Okay, was haben wir hier? Ja, ein Mancini, ein Kaufritz. Dann nehme ich die 1 mal mit. Packe ich dir ein. Ein Kaufritz, habe ich noch nie gehört. Impfung. Okay. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Barreal, Jakobson, Fleury. Oh, die Frau Flurry. Ein Akteur Köklü. Akteur Köklü ist jetzt auf der 4. Pack ich dir ein. Das war auch nicht so gut an hier gerade. Nee, es sieht bis jetzt noch gar nicht gut aus auch, ne? Sag ich dir ehrlich. Aber es sagt ja echt noch gar nichts aus. Wir sind im Tor angekommen. Da haben wir einen Ortega, eine Misa. Nehmen wir mal die 5.
Okay, packe ich dir ein, setze ich da hin. Digga, bis jetzt läuft es auch echt, aber die Auswahl ist auch gar nicht gut, ne? Auch jetzt hier, ne? Wir haben Ojeda, Rabane, Luis Enrique. 5. Digga, das ist, ich glaube, ich könnte noch leben, wenn es so weitergeht. Wir haben hier einen Deron, Bilecki, die Dame Sonnet. Sieht auch nicht gut aus, sag ich ehrlich. 4? Ja. Arambari, okay, packe ich hier ein. Arambari, geht rein. Arambari! Okay, Jungs, das ist echt, es sieht noch gut aus. Wir haben die Frau Greenwood. Ja? Ja, 2. Packe ich dir ein. Ja, das, komm, also wenn das jetzt weiter so läuft. Ja, Lappa, Piemonte, Putz, Nuts. Ja, mal die 3. Packe ich dir ein. Digga, das sieht echt vielversprechend aus, aktueller Stand der Dinge. Kann da mal eine Icon oder sowas kommen? Ja, das sieht auch gut aus. Wir haben einen Kessier von Al-Hilal. Der würde natürlich eine neue Liga noch mit reinbringen. Wir haben eine Frau Leupolz. 1. Okay, packe ich dir ein. Hatten wir auch noch nicht. Digga, Jungs, wir leben. Was haben wir denn hier? Ja, ein Sanchez von Gala. 1. Packe ich dir ein. Setzen wir hin. Und die letzte Position zum Botter. Das ist geisteskrank, da war ja auch gar nichts. Oh, Frau Braschnika, Miguel, Edin Cekro, Arnautovic. Miguel, packe ich dir ein, Digga. Packe ich dir ein. Okay, es sieht nicht besser aus. Sind wir ehrlich, ich tue automatisch vervollständigen. Wie sieht es aus? Ach, Digga. Pieps es raus, PJ. Dich. Das darf nicht wahr sein, Digga. Wo ist der Timer? 3, 2, 1, let's go. Digga, ist das geisteskrank. Die letzten 2 Positionen, Digga. Die letzten 2 Positionen. Hopp, das ist kompletter Scam. Ist das geil. Ist das kompletter Scam. Junge, das ist komplette Verarsche, wirklich. Er kriegt 2 Icons auf die letzten 2 Positionen. Das ist kompletter Scam. Aber komplett. Da werde ich komplett verarscht. Mann! Wer hat denn dich verarscht, wirklich? Es ist geil, Digga. Ach, das ist so ein Skript, wirklich. Der kriegt auf den letzten 2 Positionen 2 Icons. Oh mein Gott, Digga. Woher? Kann ich... Woher? Ich kann mit ihm hier noch was machen. Woher? Da ist noch 5, 4, 3, 2... 1, ey, es ist solch ein Scam. Er kann sogar noch die Bank sortieren. 3, 2, 1. Oh, Digga, du hättest so komplett auf Deutsche umbauen können, Digga. Die Baller nach vorne, Wirtz rein, Schlotterbeck, Hut rechts rein. Ich hab die italienische Liga und spanische Liga eigentlich schon gut durchgeballert. Ist das Scam? Ach, ist das geil, Chat. Ist das geil? Ach komm, das ist so verarsche. Ist das geil? Manager. Ist das geil? Nämlich die 1. Oh. Bringt da nix, ne? Bringt da nix. Jetzt im, oh, der hat noch was gebracht. Die Deutsche hätte noch gebracht. Ja, egal. Ach, Digga. Eine 100 gilt es zu schlagen. Ey, das sind so viele Teile wieder. 9 Stück! Ja! Ey, so unverdient. So verdient. Ich hab die Icons einfach verdient, Freunde. So unverdient. 9 Stück für Vegas. 9 Stück. Weg. So unverdient. Ja, jetzt will er noch umbauen. Hätte auch so nicht mehr gebracht. So unverdient. Zack, Digga. Okay, 3 Punkte, okay. Die Deutsche wären alle ja so da gewesen. Okay. Aber ja, was willst du erwarten von einem, der halt einfach nur alles geschenkt bekommt, Digga? Da kannst du kein gutes Gameplay erwarten. Spanisch Liga gut gemacht. Ist das krank, wirklich. 9 Stück, oder was ist denn hier schon mal? Ey, ich hab so gebetet, Digga. Es sah so gut aus. Es war nur Müll. Und dann kommen 2 Icons. Ja. Er muss halt ein bisschen mehr geben. Ist halt zu wenig. Wow, Digga. Die war schön warm. Wow. Oh, guck, wie lang die gerade wieder geworden sind. Machen wir uns mal ein bisschen heller zum Himmel, ne? Dass die Jungs und Mädels auch schön die Haare sehen. Was mit dir, Tram, mit meinem Finger? Kannst du mir vielleicht helfen beim Abziehen? Dann abziehen wir einfach nur kleben. Ja, kriegen wir schon hin. Ach nein, das zwirbelt so. Und die sind fresh. Ach komm. Das sind schon mal dann die. Machen wir mal schön. Ah, komm. Das sind schon mal die ersten 2. 1, 2 und... Ach du Gott, Junge, das war aber mal höchste Zeit. Zimbo, das war mal höchste Zeit. Deine Freundin hat zu mir gesagt, mein Zimbo, der braucht mal wieder cleane Haare.
was deine Mutter halt beim Familienessen hört, das dir gesagt, hä? Was denn das? Was denn das? Aber übrigens, danke für das Foto. Oh komm, da kleben wir doch ein bisschen schräg jetzt noch. Schön warm machen. Zwei hat er schon mal. Digga, wie viele Haare? Guck, wie glatt und nein. Vor allen Dingen, ich muss ja auch, müssen wir ein bisschen mal drehen, ich muss ja so ein bisschen richtig. Machen wir mal hier schönes X, machen wir mal da drauf. Gehen wir mal, ich muss schon fast hier hoch, Simbo, ne? Ich meine, du kannst mir ein anderes Bein geben, aber ich muss ja schon fast hier hin. Was hast du gesagt? Wer hat es beim Familienessen gesagt? Niemand. Das macht so Laune, Digga. Das macht so Laune, wenn ich hier auf meinen Stapel gucke. Hey, wo kann ich ihn noch ansetzen? Ich will jetzt hier nicht das schöne Ding dazu machen, ne? Hier nehmen noch. Ja, willst du dann eben noch ein bisschen was abhaben? Alter. Ja, guck mal, wie das aussieht. Vegas, Baby. Geht aber auch einer ab, guck dich das mal an. Ja? Ja? Mhm. Wir haben jetzt da noch drei danach. Noch vier, mit denen noch vier, Zimbo. Noch vier, wo könnte ich denn das da noch ein bisschen? Ja, Tattoo. Willst du da ein bisschen? Ja, da sieht man es halt nicht so gut, aber ich mach dir mal dein Tattoo sauber. Weil ganz ehrlich, man erkennt ja schon gar nicht, was es ist, Zimbo. Bist hier drauf? Oder kommen die nächsten zwei? Ich glaube, dein Knie müsste mal sauber gemacht werden, oder? Guck mal, der geht jetzt ab. Da geh ich auch noch mal achten. Der da geht jetzt. Der geht jetzt Digga. So. Ey! Oh, da hab ich ihn, dein Pinsel. Ach, Digga. Komm, mal hier ein schönes X noch rein. Ey! Junge, komm, du dreh dich mal, das tut weh, was du machst. Der soll doch auch wehtun, oder? So willst du da. Ah, da hinten. Zimmer, wir brauchen hinten noch einer. Das ist ja auch der letzte, ne? Das ist ja auch der letzte. Klebe ich den da hin. Brauchen hier hinten muss er noch. Weil wenn die Leute dich von hinten sehen in Vegas, dann sollen die schön denken so. Bist bereit? Oh! Geil! Geil! Zeige ich euch ganz ehrlich, geil, Freunde. Besser hätte es nicht sein können. Besser hätte es nicht sein können. Neun Stück, Digga, wirklich ein Icon. Mal ganz kurz, kann das eigentlich sein, wenn wir so Differenzding machen, dass du da auch Pech hast? Das kann nicht wahr sein. Ich fand's sehr geil. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Boah, Gott, Junge, das ist ja, Gott, das wiegt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Kommentare. Ciao, ciao. Aua. Oh, wow.